Guck dir das doch mal an! Wer fährt jetzt die ganze Zeit hinter dem Müllwagen her? Das gibt's nicht. Kann ich das eigentlich? Warum drückt er zur Feuerwache vor allem? Und jetzt fährt er. Wo fährt er denn jetzt lang? Gucken wir mal. Hm. Ach, wunderbar. So. Okay, ja, gut. Brennt's denn irgendwo? Nee, ne? Gut, ich tu mal. Ich wollte gerade noch was trinken und dem. Aber egal. So, ich werde mal die anderen Trümmer planieren. Ich wollte gerade was trinken und dem zu Ende zugucken, aber ging wohl nicht. So, okay, dann werden wir mal die Trümmer planieren. Zum Beispiel hier, Grunde, Brand. So, wo sind noch Trümmer? Ich sehe gerade gar keine. Warte, kannst ja hier draufklicken. So, da ist zum Beispiel eins. Ein Trümmer und hier, fehlendes Wasser schon wieder. Das ist natürlich ein toller Grund für einen Trümmer, echt. Warte, was ist hier ein Grund? Vor allem, wenn ich so hier das habe, warum verschwindet das hinter dem anderen Menü? Warum verschwindet die Anzeige dahinter? Warum? Guck dir das doch mal an, das verstehe ich nicht. Das ist total bekloppt. So, das gibt's nicht. Okay, halt, wo sind denn noch mehr Trümmer? Da. Zu viele Opfer. Ist auch ein guter Grund, um ein Haus einfach zu zertrümmern. Hier ist nochmal Brand. Dann noch fehlendes Wasser. Nicht genügend Abnehmer. Das. Oh, guck mal, verlassene Gebäude. Soll ich die jetzt auch? Soll ich jetzt auch die verlassenen Gebäude hier zu verkaufen? Ach so. Ja, welche davon soll ich denn jetzt abreißen? Anscheinend die, die rot sind, oder? Fehlendes Wasser. Wir stellen ein. Zu verkaufen? Ja, soll ich dich auch. Du bist doch zu verkaufen. Warum soll ich das denn abreißen? Ihr seid ja witzig. Soll ich die jetzt auch abreißen oder nicht? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. So. Ich könnte eine zweite Feuerwache bauen. Warte mal. Hier ist doch noch Platz irgendwo bestimmt. Hier ist auch noch überall frei, ne? Guck dir das mal an. Okay, warte, warte. So, Energie haben wir genug. So, Gesundheit. Wie sieht's denn hier aus? Ja, im Nachbarsort ist doch nur eine. Ach, naja, komm. So, bauen wir doch mal ein Krankenhaus hin. Zum Beispiel hier einfach mitten in die Stadt rein, weißt du? Hm, ja, hier könnte doch vielleicht sogar genug Platz sein. Aber auch nur vielleicht. So. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Beschlossen, wir stellen neue Leute ein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen das jetzt erstmal so. Wellnesswagen brauche ich nicht. So, so, jetzt beschweren sie sich zwar immer noch, dass es krank ist, aber egal. So, 0 Patienten werden behandelt. Hey, und 79 Tote pro Tag. Unglaublich, dass so viele Leute sterben, obwohl die nur 44.000 Einwohner haben. Hm, naja. Guck mal, hier ist, ich möchte nochmal diesen Feuerwehrwagen folgen. So. Also, der ist jetzt hier, ne? Tatsächlich mal alleine, das wundert mich so. Und jetzt möchte er gerne erstmal 10-mal hin und her fahren. Ach ja. Jetzt? Ich frage mich, wo er denn hin möchte. Was zur Hölle? Ey, verarschen oder was? Guck dir an, wo der langfährt. Guck mal, jetzt steht er da schon wieder im Stau und einer von den vier Wagen löscht überhaupt nur. Frage mich, wozu ich überhaupt vier Feuerwehrwagen hinstelle da. Das sind sogar fünf. Fünf Stück, weißt du? Und einer von den fünf löscht. Und daneben spielen Kinder. Nee, was machen sie denn da? Hä? Was ist überhaupt? Da laufen. Guck dir mal die Sims an hier, die laufen. Hä? Was machen die? Die laufen dauernd in verschiedene Häuser. Ich verstehe das gar nicht. So. Okay, wo fährt denn der jetzt lang? Gucken wir mal. Da fährt er jetzt lang und fährt wieder zurück. Hey. Juhu, das ist ja unglaublich. Ach, weil es da brennt. Ach, deswegen. Ah, das ist ja sehr schlau, dass sie nicht auf der anderen Straßenseite parken können, sondern nur auf die. Heißt, die müssen erstmal einen Umweg fahren, hier hin und wieder zurück, nur um auf der richtigen Straßenseite zu stehen. Und hier stehen schon wieder die Autos dahinter.
So, wir folgen doch mal Ivan Steinmüller. So, er ist auf dem Weg nach Hause, ne? Achso, ja, der steht ja jetzt da, stimmt. Gut, dann folgen wir mal der Feuerwache hier. Der Ivan ist ja zu blöd und der... Krankenwagen, bring Patienten ins Krankenhaus. Na, anscheinend ja nicht. Oh Mann, ey. Ernsthaft. Das ist doch eine Kacke. So, jetzt, da brennt's schon wieder. So, hier, da sind die Feuerwehrwagen wieder auf dem Weg und fahren wieder ewig Umwege, aber naja. Das ist man ja schon gewöhnt. Was denn, und wirklich einer löscht nur? Guck dir das mal an, da stehen drei Leute, ja? Drei verdammte Leute stehen da. Und der Rest, die sitzen alle noch im Feuerwehrauto. Drei Leute löschen, nee, vier, nee, drei, nee, ach, keine Ahnung. Und der Rest, der Feuerwehrwagen steht einfach nur da rum. Einfach nur dumm rum. Ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. So, und jetzt möchte ich nochmal, warte mal, wir folgen dem jetzt mal, weil wir gucken mal, wo er so schön hinfährt. So, der hat nämlich sehr schöne, ja, Wegfindung hier. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt fährt er nochmal ein Stück weiter. Ganz toll. Oh, und hinter ihm staut sich sogar nicht. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ah, ich bin müde. Ich bin da so schön entspannt, hier der Feuerwehr zuzugucken. So. Was wollte ich eigentlich machen? Statt dieser Feuerwehr zuzugucken, wollte ich eigentlich hier rüber gehen und mal ein bisschen Geldgeschenke und so. Ne? So, warte, nee, das nicht. Hä? Doch, doch, da, klar, die Stadt ist... Nee, die ist es nicht. Halt, die Stadt hier. So, kann ich da jetzt eigentlich auch irgendwie Geldgeschenke? Lieferung? Nee, das will ich ja gar nicht. Ladenbesucher. Arbeiter laufen darüber. Okay, Moment. Ladenbesucher haben wir gar keine. Hier ist ein Geschenk. So. $30.000 machen wir mal $40.000. So. Nicht wäre gar nicht. Hä? Wieso kann ich an Freiland was schicken, aber nicht an Werneskreuz? Hä? Also. Ich kann nicht an Werneskreuz was schenken. Vor allem Werneskreuz braucht Feuerschutz. Warte mal. Also ich klicke jetzt mal das an. Nee, dann kann ich immer noch nicht. Wieso kann ich denn nur an Freiland was schicken? Hä? Ach so, warte, nee, ist richtig. Ja, ja, klar, gut, dann machen wir doch einfach mal. Das ist ja verwirrend. Also das, diese Benutzeroberfläche ist total verwirrend. Freiland heißt natürlich die Stadt, wo wir sind. So, dann verschenken wir doch mal 40.000. Also 40.000. So, und gucken mal, ob es denn auch ankommt. So, jetzt hatte das nämlich 4.000 irgendwie. Jetzt laden wir es mal. Sie betreten die Stadt Werneskreuz. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja. Und wir sehen, wir haben hier auf jeden Fall jetzt 40.000 dazu bekommen, wie man sieht. Deswegen haben wir auch nur 4.000. Was zur Hölle ist denn das hier? Ich verstehe das nicht. Hä? Also, ich habe eben gerade ein Geschenk verschickt, ne? Warum ist das denn noch nicht da? Wird das mit der Bahn geschickt und haben die wieder Verspätung oder was? Oder mit der Post? So, warte mal. Ach, guck mal. Hier, guck dir das mal an. Hier, die Feuerwehr steht im Stau. Hey, juhu. Oh, guck dir das mal an hier. Unglaublich, oder? Januar im Jahr 2, ganz toll. So, ich könnte es ja schnell machen, aber es lohnt sich ja nicht. Guck dir mal diesen Stau hier an. Weißt du, hier ist frei.
Guck mal, hier ist frei. Aber da stehen sie alle. Auf der kleinen Straße stehen sie alle. Und hier ist komplett frei. What the fuck? Und warum ist das Geldgeschenk nicht angekommen? Ach komm, leck mich doch mal. Was ist das für ein scheiß Spiel hier? Wofür habe ich denn das Geld ausgegeben? Echt mal. Ich glaube, ich muss ein Spendenkonto einrichten für die Leute, die mir hier wirklich das Geld spenden wollen, weil dieses Spiel zu kaufen ist echt... Nein, Quatsch. Nee, müsste ich wirklich mal machen hier. Wenn ihr das Let's Play guckt, mir einfach das Geld für das Spiel schicken, weil das... Nein, weil das Spiel so scheiße ist. Weißt du, als Schmerzgeld, Schmerzensgeld? Schmerzensgeld, so, Schmerzensgeld heißt das Wort. Weißt du? Einfach mal so Geld überweisen als Schmerzensgeld, weil dieses Spiel so scheiße ist und ich das für euch zocken muss. So, das Geldgeschenk ist übrigens immer noch nicht angekommen, aber hier ist schon, das Geld hier ist weg. Drüben ist noch nicht da. Ne, ich guck nochmal in die Region, vielleicht steht's ja jetzt da. So, wir haben an Werneskreuz was geschickt. Nee, da. Da ist auch nicht da. Hier ist auch nicht da. Im Brauchfeuerschutz, ja, war auch ach komm, das gibt's doch nicht. So. Wir gehen jetzt mal zu dieser Stadt. Da sind wir ja doch schon. Ja, jetzt klickt man da drauf, passiert nichts. Egal, ist komplett verwirrend. Das Interface ist total. Pff, naja. Steht jetzt. Warum steht denn da Jubel, wenn da überhaupt nichts passiert, wenn man draufklickt? So, ich möchte jetzt gerne mal die ganzen Straßen alle einzeln upgraden. Juhu, da freue ich mich so drauf. Und zwar, indem ich jetzt jede Straße einzeln anklicke. Hups, hups. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. So, kann ich eigentlich das hier? Straßenbahnhauptstraße will ich gar nicht. So. La, 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 la. Ich mach mal schneller hier. So, toll. Das Geschenk ist übrigens auch komplett weg anscheinend. Ist überhaupt nicht angekommen. Ich finde das genial. Du schenkst einer anderen Stadt Geld und das Geld ist einfach weg. So, ich muss jetzt die ganzen Straßen hier upgraden. Hier, ich habe nicht genug Geld. La, la, la. Jetzt muss ich wieder warten und die Zeit vergeht so langsam, weil das schnellste Tempo abgestellt wurde. Warum zählt das da als eines der Straßenabschnitte? Ich weiß es nicht. Hä, warum? Hä? Hä? Ist ja mal ganz seltsam. Okay, machen wir hier auch einfach mal so eine Straße mit hoher Dichte draußen und hier auch nochmal so. Und dann versuchen wir es auch nochmal mit den anderen Straßen. Hier ist schon. Hier können wir es noch machen. Hier haben wir nicht genug Geld. Wir warten jetzt nochmal. So. Die brauchen nämlich anscheinend auch, höhere Straßen mit höher, also Straßen mit höherer Dichte, um überhaupt, so, komm schon, nicht verfügbar, ja, ja, ist ja gut, so. Okay, hier ist noch, ne, hier ist schon, gut. Weil die können sonst nicht siedeln, das ist natürlich total doof. So, jetzt kann ich wieder ewig warten, la, 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 la. Komm, wir singen ein lustiges Lied. La 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 la. Die Schlümpfe in New York, hahaha. Ha, ha. Ey, der Film war gar nicht schlecht. Der heißt nicht so, der heißt einfach nur Die Schlümpfe. In 3D. Nee, den habe ich wirklich in 3D. Der ist gar nicht so schlecht. So, wir müssen hier wieder ewig warten, um das hier zu upgraden. Das ist so nervig. So, weil unser doofes Geldgeschenk ja auch nicht angekommen ist. Ist das inzwischen angekommen? Können ja schon mal gucken. Nein. Oder vielleicht ist ja hier bloß nicht abgedatet. Aber ich glaube eher nicht. Das wäre ja auch zu schön, wenn mal ein Geldgeschenk ankäme. Weißt du? Das wäre ja mal richtig toll. Ja, also wir verlieren auf jeden Fall Geld pro Stunde, was natürlich sehr toll ist. Und warum, weiß ich nicht. Wir haben auch sehr viele Einwohner verloren, leider, und, ach, ich verstehe es nicht, freie Wohnung, überall freie Wohnung. Es gibt tolle Läden zum Shoppen, was, echt? Ernsthaft? So, Moment. Wir wollen dir mal folgen. Sucht nach einer günstigen Mahlzeit. Okay, gucken wir mal. Annette Baumgärtel. Sucht nach einer günstigen Mahlzeit. So, und steht jetzt erstmal da vorne aus irgendeinem...
Aus irgendeinem Grund steht sie jetzt da. Ach ja, jetzt steht sie im Stau. Hier haben wir gerade ein mittleres Verkehrschaos. Einfach nur, weil der total bekloppt hier ist. So. Ich habe mir, glaube ich, auch... Ja, ich glaube, das Geld geschenkt war dafür, dass ich, ne? Hier, warte, ich mache es erstmal hier nochmal. So, jetzt machen wir wieder Gewinn. Weste. Scheiß drauf, ich mache es einfach mal 20%. So, dann nehme ich ein bisschen was ein. So, gibt es hier 20% Mehrwertsteuer, weiß ich nicht. So. So, sie sucht immer noch nach einer günstigen Mahlzeit. Das kann sich nur noch hinziehen. Warte, wir machen mal schneller. So.